Ponyherz? Dich gibt es wirklich? Anni, kommst du bitte? Ich komm schon. Stell dir vor, du ziehst um. Mitten aufs Land. Ich hasse dieses Kaff. Du kennst noch keinen. Suchst du dir bitte einen Platz? Neben Lorenz ist noch einer frei. Ich weiß, Anni, das ist alles nicht so einfach. Neue Schule, neues Zuhause. Aber du darfst nicht gleich ausrasten. Frag nicht. Es war toll. Ich liebe es hier. Und deine Eltern sind total schräg. Wann kriege ich mein Pferd? Was? Papa hat gesagt, wenn wir umziehen, dann kriege ich ein Pferd. Also wir haben gesagt, wenn die Gärtnerei gut läuft, dann bekommst du ein Pferd. Und genau dann, wenn du damit gar nicht rechnest, wird auf einmal dein größter Traum wahr. Ponyherz? Du bist wirklich Ponyherz. Willst du, dass ich auf dir reite? Ich reite! Hast du das gehört, Welt? Ich reite! Sind das nun echte Wildpferde oder nicht? Die Pferde haben einen Besitzer, den Grafen von Meerfeld. Und der hat ein riesiges Areal für sie eingezäunt. Aber ab und zu hauen ein paar von ihnen ab. Oder weil sie vor Pferdedieben fliehen. Sie müsst hier weg. Von jetzt ist ein Wildpferd. Und die darf man nicht einfach einsperren. We just get Entschuldigung, ich habe mich verfahren. In Großhottendorf. Ja, Großhottendorf. We just get one.